Hallo, hier spricht Leo. Benoit wird euch heute zeigen, wie man ein Kalbfilet mit Sauce Vierge und südlichen Aromen vorbereitet. Dazu benötigen wir ein schönes Kalbfilet von etwa 700 bis 800 Gramm. Für die Marinade nimmt man eine Knoblauchzehe, 4 Zweige frischer Thymian, Honig, Pfeffer, Salz, Sojasauce und Olivenöl. Zu Beginn werden wir die Marinade für das Fleisch vorbereiten. Hierfür müssen wir alle Zutaten vermischen. 2 Esslöffel Olivenöl, 3 Esslöffel Sojasauce, 1 Esslöffel Honig, die gepresste Knoblauchzehe und den frisch gehackten Thymian. Salz und Pfeffer nach Geschmack dazugeben. Danach das Fleisch in die Marinade legen und für 2 Stunden im Kühlschrank ruhen lassen. Während das Fleisch kocht, bereiten wir die Sauce Vierge vor. Hierfür benötigen wir 50 Gramm Pinienkernen, 20 glatte Petersilienstiele, 10 schwarze Oliven, 1 Tomate, 1 Zitrone und etwa 200 Gramm Kürbis. Den Kürbis in 1 cm Würfel schneiden. Dann den Kürbis 1 Minute 30 im kochenden Salzwasser blanchieren und im kalten Wasser abkühlen lassen. Die Pinienkerne in einer Pfanne braten, bis sie diese Farbe erreicht haben, aber darauf achten, dass sie nicht verbrennen. Für den Rest die Oliven in kleine Stücke schneiden, die Tomatenwürfel, die Petersilie fein hacken und das Ganze mit dem Zitronensaft, dem Olivenöl, dem Kürbis, die Pinienkerne, Salz und Pfeffer mischen. Nachdem ihr das Fleisch auf dem Ofen genommen habt, lasst es 5 bis 10 Minuten stehen und schneidet es dann in Scheiben. Das Fleisch auf einen vorgewärmten Teller legen, die Sauce Vierge und einige Sprossen hinzufügen. Wir wünschen einen guten Appetit und sagen bis bald.